Hallo, herzlich willkommen zu dem achten Teil meiner Sub-Reihe 10 Bücher von meinem Sub. Diesmal fange ich wieder mit den Romanen an. Und zwar ist das hier von Brigitte Jansson Winzer Apfelgarten. Da geht es um eine Frau, die ist 51 und soll auf einmal zu alt sein für ihren Job. Und außerdem geht es hier um ihre Tochter Jule, die seit einem Unfall das Haus fast nicht mehr verlässt. Und ihre Freundin Sarah ist müde von der Ehe. Und und die drei denken sich dann, Schluss mit dem ganzen Mist, wir ziehen aufs Land. Und dann steht hier, tolle Idee, aber Gebäude können morsch, Äpfel, wurmstichig und attraktive Nachbarn eigenbrötlerisch sein. Ja, es ist halt so ein typischer Frauenroman, deswegen habe ich da auch noch nicht mich weiter mit beschäftigt. Ist ja nur ab und zu mal so mein Gebiet. Ist im List Verlag erschienen. Dann habe ich hier aus dem Knauer Verlag von Annette Dutton die verbotene Geschichte. Ich weiß gar nicht mehr, worum es hier ging. Das war auch ein Mängelexemplar. Hier steht, zwei Frauen getrennt durch ein Jahrhundert, verbunden durch ein Geheimnis vom anderen Ende der Welt. Da geht es darum, dass sie zu einer Beerdigung nach Papua-Neuguinea eingeladen wurde, weil ihr Großvater gestorben ist. Und dann steht hier, Katja kann nicht ahnen, dass ihre Reise in die Tropen nicht nur Licht auf die dunkelsten Geheimnisse ihrer Familie werfen, sondern ihr eigenes Leben für immer verändern wird. Ist halt wieder so eine Familiengeschichte, denke ich. Dann noch ein Mängelexemplar von Morgan Kellen Rogers, Rubinrotes Herz, Eisblaue See. Das hatten die mal, ich glaube, bei Rewe in der Mängelexemplarkiste. Ein zauberhaftes Buch über Hoffnung, Liebe, Trauer und Glücklichsein. Florine lebt geborgen bei ihren Eltern und ihrer Großmutter an der Küste Maines, bis ihre Mutter eines Tages verschwindet. Das Mädchen versteht nicht, wie das Leben um sie herum weitergehen kann und gibt die Hoffnung nicht auf. Ja, bin ich auch mal gespannt. Ich muss sagen, das sind alles Bücher, die mich jetzt nicht sofort reizen. Also die werden wahrscheinlich am längsten auf meinem Sub liegen. Dann hatte ich vor einiger Zeit ein Rezensionsexemplar von der Autorin bekommen, von Andrea Hackenberg. Das hieß Schnucken gucken. Das fand ich total witzig. Und deswegen habe ich mir bei Riba ihr Debütroman bestellt, abgeferkelt. Und aus dem Knauer Verlag, da bin ich auch mal gespannt. Da geht es um eine Beauty-Redakteurin, die als Lokalredakteurin jetzt angefangen ist und dann bekommt sie einen Auftrag, den alle anderen abgelehnt haben. Sie soll einen Bericht über den Tag der offenen Tür bei einer Schweinezüchter-Initiative schreiben. Und hier steht charmant und saukomisch. Ja, so hört sich das auch an. Und danach ein Buch von Anne Herz. Ich habe von Anne Herz noch gar nichts gelesen, nur von Frauke Scheunemann, das ist ja der eine Teil von Anne Herz, und Wiebke Lorenz habe ich ja alles Thriller gelesen, die fand ich ja auch echt klasse. Aber Frauenromane sind irgendwie ja nicht so mein Ding. Ich weiß gar nicht, warum ich es jetzt überhaupt mitgenommen habe. Wunschkonzert. Das sagt mir auch gar nichts mehr. Hier steht, Stella hat in der Musikbranche Karriere gemacht. Eine wunderbare Mutter und einen besten Freund, dem sie alles anvertrauen kann. Klingt super, oder? Ist es aber nicht. Ach, das, ja. Der Freund ist ein Stoffhase namens Mörchen. Die Mutter hat das Wort Kontrollfreak erfunden. Und der schöne Job geht gerade den Bach runter. Das bezieht sich dann wahrscheinlich darauf, das Leben ist kein Wunschkonzert, so wie man das so sagt. Ja, das waren schon die Romane. Jetzt habe ich hier noch die Krimi und Thriller. Dieses hatte ich mir bei Rebuy bestellt, nachdem ich diese Serie bei ZDF gesehen habe mit Moritz Bleibtreu.
Das hatte mich so von den Socken gehauen, weil da so heftige Fälle bei waren. Und zwar geht das um Ferdinand von Schirach, Schuld. Das sind ja auch, glaube ich, so Kurzgeschichten. Mal gucken, ob das hier auch so ist. Ja, ich glaube wohl, sind verschiedene Fälle. Und da kann ich dann ja auch am besten mir das einfach mal jeden Abend eine Geschichte, dann habe ich das Buch ja auch bald beendet. Ja, das werde ich bald lesen vom Piper Verlag. Dann hatte ich einmal eine Rezension, ich glaube, das war bei Miss Book Passion, meine ich, dass ich es da gesehen habe. Von Sarah Bledel, die vergessenen Mädchen. Dann habe ich mir das bei eBay ersteigert, ist aber leider nicht in so einem guten Zustand. Aus dem Piper Verlag ist ein Kriminalroman. Und da wird in einem abgelegenen Waldstück eine Leiche gefunden und eine lange Narbe in ihrem Gesicht sollte es Kommissarin Luise Rick einfach machen, die Tote zu identifizieren. Doch es wird keine Frau vermisst. Und es führt die Kommissarin in ihre eigene Vergangenheit mehr als ihr lieb ist. Und Karin Slaughter schreibt zu der Autorin, eine herausragende Krimi-Autorin. Ich habe noch nichts von ihr gehört, aber das Buch hörte sich sehr interessant an. Dann ist natürlich auch mal wieder ein Fitzek dabei, der Nachtwandler. Ja, ich bin auch am Überlegen, ob ich mir der Augensammler und der Augenjäger zulege. Das hört sich aber schon sehr eklig an. Können wir vielleicht mal schreiben, ob man das ertragen kann oder ob das schon was für Hartgesottene ist. Und in der Nachtwandler geht es um Leon, der in der Jugend psychiatrisch behandelt wurde. Und seit langem glaubt er sich geheilt, doch als eines Nachts seine Frau unter mysteriösen Umständen verschwindet, keimt ein schrecklicher Verdacht in ihm. Ist er wie damals im Schlaf gewalttätig geworden? Ja, das hört sich auch sehr interessant an. Ist im Knauer Verlag erschienen. Dann habe ich noch auf dem Sub den dritten Teil der Finstermoos-Reihe. Es sind ja sehr dünne Bücher. Dieses wollte ich dann versuchen, im Urlaub eben zwischendurch mal zu lesen. Im Löwe Verlag. Der zweite Teil hatte mich ja nicht mehr so begeistern können, aber ich habe jetzt von vielen gehört, dass der dritte wieder spannend sein soll. Bin ich mal gespannt. Da geht es ja um mehrere Jugendliche in einem kleinen Ort, wo eine Babyleiche gefunden wurde und dann ja, entwickelt sich das immer weiter mit Morden und ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich hoffe, dieser dritte Teil ist jetzt besser. Es gibt ja, glaube ich, insgesamt vier Teile. Der vierte ist aber noch nicht erschienen. Und dieses ist im Angesicht des Todes. Nee, der Toten. Und noch ein Mängelexemplar, was ich erst vor kurzem entdeckt habe. Und zwar von Laura Wulff, Leiden sollst du. Ist im Mira Taschenbuchverlag erschienen. Ist, glaube ich, ein Jugendthriller. Und hier geht es darum, dass die 17-jährige Julia, die monatelang vermisst wurde, plötzlich am Kellner Rheinufer angespült wird. Und die Gerichtszeichnerin Marie Zucker lässt das keine Ruhe, denn ihr Cousin war mit der Toten befreundet. Und dann taucht noch eine Leiche auf. Und ja, das hört sich sehr spannend an. Bin ich schon gespannt drauf. Ja, das waren schon wieder die nächsten 10 Bücher. Habt ihr davon schon was gelesen? Habt ihr was auf dem Sub? Wie immer freue ich mich natürlich über eure Kommentare. Und würde sagen, das war's erstmal und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!